Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Slime. Letztes Mal habe ich mich hier wunderbar in die Brennnesseln gesetzt, direkt von Anfang an mit dieser Heilungssache. Gut, am Ende hätte ich vielleicht noch das Zelt benutzen können, aber ich glaube, das hätte mein Ende nur hinausgezögert. Es war abzusehen, dass das so laufen wird. Ich habe es trotzdem mal ausprobiert, trotzdem mal geschaut. Und gut, das werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Aber mir fallen bestimmt noch andere blöde Sachen ein, die man so machen kann. Gut. Und mir wurde ja geschrieben, man kann hier direkt so ein Pet mitnehmen. Ich finde das ja ein bisschen irritierend, dass man die im Spiel finden kann. Gut, später kann man wahrscheinlich auch mehrere Pets bekommen. Aber trotzdem fühlt sich das im ersten Moment so ein bisschen doppelt gemoppelt an. Also ich nehme jetzt hier, glaube ich, nochmal die Fanspot. Ist natürlich auch nicht schlecht. Was nehmen wir denn mal? Die Sache ist halt hier mit Bracer. Ich nehme dich mit. Gut, war jetzt auch ein bisschen komisch, dass ich gedacht habe, man kann die nur anders platzieren, aber hier war ja noch so ein Platz frei, von daher, ja, gut. Ich muss mich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen und mal gucken. Ich will jetzt hier aber auch nicht so viel Zeit verplempern. Wir machen direkt hier einen Short Run und gucken mal noch so ein bisschen die Mechanik an. So, wir hätten jetzt hier noch 141 Gold und die müssen wir wieder abgeben. Und ich glaube, ich werde noch so ein, zwei Mal. Wir hätten jetzt hier noch schon ein Asset Deck freigeschaltet. Man kann aber irgendwie nicht selbst ein Deck zusammenbauen, oder? Es gibt nur vorgefertigte Decks, zumindest bisher. Ich nehme jetzt noch immer hier das reguläre Deck. Gut, dann gucken wir mal, was wir da kriegen können. Rage Smash. Aber kein Backstep. Obwohl, das ist gar nicht mal so schlecht, um dann Stärke zu erhöhen. Das Problem ist halt, wie gesagt, die Sache mit dem Backstep funktioniert damit nicht. Water Puddle. Wir können das Terrain zu Wasser ändern. Wofür das auch immer gut sein mag. Push Enemy. Ja, ich nehme das hier mal mit. Komm. Wir haben jetzt Verteidigungsbot. Und eine Karte, mit der wir Stärke bekommen. Das klingt doch erstmal auf den ersten Blick vernünftig. Sieht doch erstmal vernünftig aus. So. Dann schauen wir doch mal. Ich muss auf jeden Fall an das Zelt da unten denken. Und dass ich hier die Sachen kaputt machen kann. Und er sammelt den Krempel auch selbst auf, das Gold. Also kann ich im Prinzip nur dran vorbeilaufen. Das würde auch schon reichen. Was steht da? Ja, Printing Money hört sich doch schon mal ganz nett an. Kann ich hiermit irgendwas machen? Nee. So, Kollege, was hast du diesmal für uns? Hier können wir Pots bekommen. Die vom Himmel fallen. Nach dem Ende jedes Zuges. Wofür sind die denn gut? Totem Master haben wir hier noch. Gut. Die können entweder Boni geben oder die können uns ein Problem werden für uns. Oder für die Einheiten, die am nächsten dran sind. Ich würde mal sagen, ich hole mir jetzt mal die Mutation hier. Und dann gucken wir mal. Teilweise ist das echt so ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, wie die funktionieren und man liest nur den Text einzuschätzen, wie das denn alles genau funktioniert. Ach, das sind dann die markierten Felder, wo dann die Dinger runterfallen. Und die machen dann wahrscheinlich Fallschaden, oder? Würde ich mal drauf tippen. So, wir laufen einfach mal hier hin, bleiben dann hier stehen, haben hier schon direkt Rage Smash. Benutzen den und wir können noch Karten ziehen. Bringt uns jetzt an der Stelle aber nichts. Oh, okay, gut. Also ich muss dann eigentlich schon in Bewegung bleiben. Die meiste Zeit. Es ist auch...
anfangs dachte ich noch so bei dem Spiel, ja, das sieht so aus wie Slay the Spire, aber wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt und sich das mal anschaut, dann merkt man doch relativ schnell, dass es hier noch ein paar Sachen gibt. Nein, ich wollte doch nicht zurück. Du solltest dich doch nur umdrehen, Mann. Gut, aber wir haben dich jetzt sowieso erledigt. Aber das Spiel, das ist auf jeden Fall schon unterschiedlich. Genau, und wenn ich hier einfach gedrückt halte auf die leeren Fläche, dann fliegt die Kartenpackung da automatisch hin. Dann brauche ich die da nicht immer runterziehen. Das ist auf jeden Fall auch gut zu wissen. Ja, diese Sache mit Unstable bin ich erstmal nicht so der... Jetzt hätten wir eine Heilung hier. Wahnsinn. Ich glaube, kostet halt 2 Energie, aber das sollte erstmal ganz okay sein. Dann haben wir jetzt was für die Defensive, ihn hier. Dann haben wir die Karte für die Offensive. Und dann haben wir nochmal Heilung. Gut, ist halt auch für die Defensive. So, einmal bitte alles einsammeln. Danke. Da haben wir die Sache wieder mit den Upgrades. Das können wir erstmal... Ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Oh Mann, das muss ich mir echt noch abgewöhnen. Das ist echt ein bisschen blöd. Mann, Mann, Mann. Gut, das ist jetzt ein bisschen... Das ist... Das geht nicht, ne? Ja, das ist nur ein Nahkampfangriff. Das Problem ist halt... Ich kann jetzt hier Quickstep benutzen. Aber ich gehe nur hier hin. Weil sonst würden wir da ja gleich Schaden bekommen. Deswegen machen wir das erstmal so. Die machen scheinbar auch immer 4 Damage. Wir haben Heilung bekommen. Das ist doch schon mal ganz nett. Gut. Da wird jetzt anscheinend keiner das nächste Mal getroffen. Also bisher finde ich das richtig, richtig cool, wie das bisher so funktioniert. Also ist es auf jeden Fall sehr... viel anders gemacht, als ich im ersten Moment dachte, wie zum Beispiel Slay the Spire. Das ist schon... Kann ich denn hier zwischenlaufen? Kann ich sogar. Okay, dann schiebt er sich zur Seite. Gut, das wäre natürlich in dem Fall, wäre es vielleicht gar nicht mal so blöd, eine Karte zu haben, mit denen man dann die Feinde ein Feld zurückpushen kann oder in irgendeine Richtung pushen kann. So, ihr wollt beide verteidigen. Dann würde ich doch mal sagen... Ich greife jetzt einfach mal an. Ich benutze die Heilung nicht. Dann können wir dich auf jeden Fall damit schon mal ausschalten. Und dann beenden wir den Zug. Warum? Skillpack? Warum steht da eine 1 dran? So, dann wollen wir doch mal ein bisschen Schaden machen. Okay, du greifst gleich an, von daher... Gut, ja, das Problem ist halt... Dieses Shield mit 2 Verteidigung ist... Das ist halt gar nichts. Wir können hier nochmal gucken, ob wir irgendwas gezogen bekommen. Und den Heiltrank, ja super. Ich spiel jetzt mal hier Shield. Ach so, explodierst dann automatisch. Und wir gehen jetzt einfach mal auf Tuchfüllung. Cool, das wird auch direkt so funktionieren. Wobei, das hätte es jetzt unbedingt, glaube ich, nicht mehr so wirklich sein müssen. Aber gut, er wehrt jetzt sowieso erst ab. Und, ja gut, erledigt bekommen wir ihn dann wohl erstmal nicht. Dafür hat er ein bisschen zu viel Lebenspunkte mit dem Shield noch. Gut, das sind halt nur 2, aber generell, wir machen, haben jetzt auch noch nicht so wirklich Angriffe, die Schaden machen.
So, du möchtest angreifen. Wir haben jetzt noch zwei. Ich werde jetzt einfach einmal Schaden machen und dann einmal Shield spielen. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, wenn man direkt vorm Gegner steht und der greift dann an, dann eher was für die Verteidigung zu nehmen, als zweimal anzugreifen. Und lieber dann darauf zu spekulieren, dass man hinter ihn kommt, um ihn dann backstabben zu können, um mehr Schaden zu machen. So, das ist natürlich ein bisschen blöd an der Stelle. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier ein Feld vor und du willst angreifen, dann nehmen wir mal hier die Heilung und beenden den Zug. So, dann einmal Quickstep. Wir gehen wieder auf Tuchfühlung und schauen mal, dass wir ihn jetzt erledigen. Wunderbar. Endurance. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Mehr Verteidigung für den Rest des Kampfes. Crystal Sword. Inner Peace. Die Karte ist halt unstable und ich habe keine Ahnung, was Inner Peace macht. Ich nehme jetzt mal hier Endurance und dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Punch. Wir können uns auch noch schneller machen mit Haste. Beim Charged Slash. Ach nee, Moment. Haste, also, ja gut. Es gibt ja hier keine Zugreihenfolge so gesehen. Das Haste gibt in dem Fall Mana. Das ist vielleicht gar nicht mal so blöd. Wobei mit 4 Damage kommen wir da jetzt auch nicht so weit. Hier haben wir jetzt mal Inner Peace. Gut, wenn wir die Karte discarden, kriegen wir 2 Lebenspunkte. Ich nehme jetzt mal das. Und wir marschieren mal weiter. Sieht man denn hier überhaupt irgendwo die... Bin ich jetzt blind? Lebenspunkte sieht man so nicht. Deswegen habe ich das letztes Mal auch mit dem Zelt verpennt, weil ich nicht mehr wusste, wie ob die Heilung dann noch ob die Lebenspunkte noch reichen. Mann! So. Was steht da? Wir kriegen Stärke zu Beginn hier des Zuges, falls wir keinen aktiven... Ja gut, fällt denn Pet darunter? Und da beschworene Sachen? Wir können das ja mitnehmen. Warum denn nicht? Oh, diesmal 3 Gegner. Das ist natürlich schon gleich ein blöder Start. Und das sind jetzt auch nicht unbedingt so Karten, wo ich sagen würde, jawohl, ja. Die will ich jetzt unbedingt spielen. Die können wir sowieso nicht nehmen. Dann werden wir uns hier mal shielden. Und dann... Das ist halt immer so ein bisschen dieser Zufallsfaktor. Man weiß halt nicht, wo die Dinger runterkommen. Das kann dann natürlich auch passieren, dass man einen Zug hat, wo man eigentlich nichts machen kann, wenn man selbst keinen Schaden nehmen will. Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall weiter nach vorne gehen. Und so, einmal Quickstep. Wir laufen dann mal hier hin. Und was machen wir jetzt? Du willst auch angreifen. Ich müsste jetzt eigentlich hier Verteidigung nehmen. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich hier die Karte habe. Dann noch Lesser Heal. Ich kann natürlich hier erstmal Draw probieren. Und wir gucken mal. Ja, ich spiele erstmal Endurance. Da sind ja noch genug Gegner da. Können wir so erstmal nichts mehr machen. Ja, das war natürlich blöd. Au, wow, 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 wow. Okay, ich bin tot.
Oder? Bin ich nicht tot? Ich bin so gut wie tot. Heieieiei. Also. Toll. Da kann ich nicht hin. Er steht dann direkt sowieso hinter uns. Also es kommt hier sehr aufs Movement an. Das ist halt... Ich muss hier erstmal... Toll, ich könnte dich halt angreifen, aber wir... Ich könnte jetzt natürlich noch weiterlaufen. Aber das... Ja, das ist halt nicht gut. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Also sich zwischen Gegner stellen. Ich laufe jetzt... Ja, gut, es wäre sowieso, glaube ich, an der Stelle egal, wo ich hingehe. Ich bin dann sowieso... Ja, ich bin erledigt. Kommt drauf an, wie viel Schaden er jetzt macht. Aber du hast halt nur diese Bomben. Den kannten wir bisher auch noch nicht, den Typen. Ich würde jetzt mal sagen, ich muss hier von den beiden anderen weg. Wir stellen uns mal hinter ihnen hier. Und dann... Die greifen beide an. Ja, toll. Ich könnte jetzt noch mal ein Shield nehmen. Und wir können einmal angreifen. Genau, lauf du da mal rein. Gut, auf jeden Fall kann ich den jetzt nur von vorne angreifen. Ich könnte jetzt auch noch die Heilung nehmen, aber das ist halt auch 3 Lebenspunkte. Die zwei wollen angreifen. Deswegen habe ich jetzt hier... Das hier kann man sogar mehrmals spielen. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, wir machen das jetzt. Erstmal geben wir uns Haste. Und dann würde ich gern das nochmal nehmen. Das Problem ist nur, die laufen jetzt an mir vorbei. Du hast halt deine Bombe da. Ja, und er nimmt uns wieder Verteidigung weg. Das ist natürlich echt unpraktisch. Ich kann jetzt auch nicht viel machen. Wenn ich jetzt da reinlaufe, bin ich tot. Ich muss im Prinzip... Wir haben jetzt 4. Also ich könnte auf jeden Fall einmal das hier nehmen. Dann nehmen wir einmal Quickstep und wir laufen dahin. Und ich würde dann... Gut, du wirst dich wahrscheinlich auch nur buffen, aber ich nehme jetzt trotzdem hier mal das Shield. Ich hätte jetzt gern mal wieder den Heiltrank. Ich müsste eigentlich ihn hier ausschalten, aber der steht da ziemlich unpraktisch. Ja, das ist wieder die gleiche Situation jetzt. Ich nehme jetzt hier den Heiltrank. Und die beiden wollen angreifen. Ich muss eigentlich da bleiben. Ich nehme jetzt hier nochmal ein Shield. Ich muss darauf warten, dass die von Krügen getötet werden, so ungefähr. Das macht hier auch einen riesigen Unterschied, auf wie viele Gegner man trifft. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich spiele jetzt hier auf Nummer sicher.
Wir gehen mal dahin. Dann nehmen wir das. Und den soll bitte mal irgendwas auf den Kopf fallen. Gut, ja, ich hätte noch einen Fernkampfangriff, aber der macht, glaube ich, auch nur 2 Damage. Von daher, damit komme ich halt bei ihm auch nicht allzu weit. Okay, diesmal griff er an. Okay. Ja, das wird noch interessant werden. Gut, wieder was gelernt. War zwar relativ kurz, aber wieder was gelernt. Maximalräume freigeschaltet. Alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, demnächst geht's weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt auch was gelernt. Bis bald.